Das ist Popquatsch und erhält den nächsten Vortrag. Dankeschön. Da ihr noch so zahlreich anwesend sein seid, bis auf manche, tschüss. Und da ihr alle schon unglaublich Hunger auf den Inder habt wahrscheinlich, mal schauen, was ich mache, wie lange ich das mache. Nochmal, wenn das jetzt nicht doppeldeutig gewesen wäre. Ich werde Hunger auf den Inder haben. Wie spannend wäre das nicht passiert. Ich werde ein bisschen aus dem Nixkästchen plaudern. Ich habe lange an diese Wortspiele gearbeitet. Genau, ich mache mal die ganzen Terminals hier zu. Blub, 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 blub. So. Noch größer. Ja, ja. Dann sehe ich ja nichts mehr. Wie fange ich am besten an? Du musst immer ein bisschen größer machen. Ja, vielleicht macht die Auflösung runter. 800 mal 6. Ich mach's größer. Ja. So? Ja, noch ein bisschen. Seht ihr das nur nicht, oder was? Ja, ich habe halt Sorgen mit dem Beamer. Also mit dem Co-Beamer. Sorry. Ja, wenn es noch ein Stückchen größer machst, dann ist es geil. So ist gut, ja. Okay, was wollen wir machen? Wir wollen nichts benutzen, um Handbücher, Anleitungen, Manuals lokal uns zu servieren in unserem Webbrowser. Das ist ursprünglich daraus entstanden, also Nix und Haskell wollen wir benutzen, dass es halt die tolle Nix Packages Manual irgendwie online gibt. Da gibt es drei Anleitungen für Nix Packages und für Nix OS. Und die sind unglaublich lang, Single Page HTML, aber man hat das eigentlich alles offline. Also ich habe das ausgecheckt und ich will das nicht irgendwie immer online nachschauen müssen, vor allem weil ich auch öfter mal offline das Zeug arbeite. So. Was war die Idee? Man kann diese Doku ganz einfach generieren. Ich glaube, ich mache das mal so. Wenn das ginge, so. Ist von der Schriftgröße gut? Nicht? Zwei. So ist gut, ja. Es gibt für X11 gibt's 20 Cursor ungefähr und die sind alle scheiße, bis auf der Herz-Cursor. Es gibt aber auch einen Enterprise-Cursor, wenn ihr den haben wollt. Die Stelle, wo es hindeutet, ist die Mitte vom Herz, die ist markiert. Okay. Also das ist quasi das große Paket-Repository von Nix Packages, wo auch mein System drauf läuft. Da sind alle Pakete definiert und da ist natürlich ein Doc-Ordner drin. So, und wenn ich die Dokumentation haben will, Nix Build Doc. Das verwendet den Nix Paket Manager und schmeißt mir die Docs hier raus, in den Pfad hier. Wenn ich jetzt ein LS auf den Pfad mache, dann sieht man, da ist ein Share-Ordner drin, share-doc-nix-packages-manual.html und die will ich haben. So, was passiert, wenn ich sie lokal ändere? Wie sehe ich dann meine Änderungen? Neu generieren und dann nochmal im Browser refreshen und so weiter und es ist unglaublich nervig. Und was will ich haben? Ich will das Ganze in meinem Browser serven unter localhost, ich will refreshen, er soll mir das Ding neu generieren und anzeigen. Was ist der Vorteil bei Nix? Ihr seht, da ist das landet in /nix/store. Unglaublich langer Hash. Nix Packages Manual. Dieser Hash wird aus den Eingabedateien generiert. Das heißt, dieses Ding ist funktional. Die Beschreibung von dem Manual kann ich euch zeigen. Die liegt vermutlich hier in Nix Packages Doc Default.nix. Genau das ist die Datei, die quasi durch Nix Build aufgerufen wird. Das ist eine Sprache, die nennt sich Nix Expressions. Die ist funktional, das heißt, alles, was hier drin steht, hat eine Eingabe und gibt mir am Ende eine Ausgabe raus. Und das ist definiert durch diese
Spezifikationen, wie die Ausgabe aussehen wird, wie man auch an diesem Hash sieht in der Ausgabedatei. Das heißt, Vorteil ist, NixBuild zweimal auszuführen. NixBuild ist, also das habt ihr vorhin schon gesehen, ist Wovon 1. Wenn ich jetzt was ändere, introduction.md, achso, ich kann das ja nochmal hier, File, Home, das geht wieder nicht, oder? Hier ist der Output, ganz normal. Und jetzt habe ich hier was geändert, NixBuild.doc, und er merkt, oh, der Input hat sich geändert, ich baue das Manual neu. Wenn ich es nochmal ausführe, Wovon 1. Und wie ihr seht, der Hash hat sich geändert. Hier von H7G auf ZRK bzw. auf LRI und hier nochmal auf LRI. Das ist übrigens genauso bei jeder Art von Paketen, die man mit Nix baut. Das beschränkt sich nicht nur auf das Manual, sondern das ist einfach so, wie der Nix-Paketmanager funktioniert. Genau. Zurück zum Eigentlichen. Was will ich haben? Ich weiß, wie das jetzt funktioniert ungefähr. Ich kann mir für jeden HTML-Output, den ich haben will, so eine Nix-Expression schreiben, die mir quasi dieses HTML in den Ordner schmeißt mit einer Index-HTML. Das heißt, ich kann einfach das in den kleinen Haskell-Wrapper schreiben, der mir das in meinem Localhost serviert und dann mit meinem Refresh quasi die neue Version macht. Und das kann man sogar so simpel machen, dass er nicht mal irgendwie den Content tracken muss oder so, sondern dass er einfach jedes Mal bei einem Refresh Nix Bild aufruft, was ja Wovon 1 ist, wenn sich nichts geändert hat. Wie macht man das in Haskell? Einen HTTP-Server. Ich habe hier mal was vorbereitet. Auch mal dieses Jupyter ausprobieren. Zeigt er an, wenn man Info und Doppelpunkt I macht. Diese drei Sachen importieren. Das Jupyter ist übrigens nicht geil. Ja, ich habe auch vorher schon gesehen, wo es dann hakelt. Network, also es gibt zwei Sachen in Haskell. Es gibt WAI, WAI, das ist dieses allgemeine Routing-Interface, was eigentlich jeder gute Webserver benutzt in Haskell. Und dann gibt es zum Beispiel den WARP. Das ist der schnellste existierende Webserver auf diesem Planeten. Ja, den werde ich jetzt zum Scripting benutzen. Der Warp, der gibt mir eine Funktion Run, die nimmt so ein Application von Y. Application ist im Endeffekt eine Funktion, kann ich das hier anzeigen? Ach, Shift, Enter. Ja genau, wenn ich Doppelpunkt I mache, dann macht er hier unten ein Fenster auf. Das ist du musst dann Lambda definieren, also der Typ Application ist ein Lambda von Request. Eine Funktion Respond nennt man die meistens, die quasi dem sagt, was er zu antworten hat auf diesen Request. Und das gibt dann dieses Response Received raus. Und es ist so zweimal Response Received verschachtelt, damit man keine Händler-Ressourcenprobleme kriegt. Das haben sie geändert irgendwann mal, aber ist egal. Das heißt, ich sage jetzt einfach Run auf Port 8089, eine Static-App. Das ist noch ein anderes Modul, wo man statisch Dateien mit den Default-File-Server-Settings in meinem. In dem Fall seht ihr das nicht. Home Philip Nix Packages. So. 8089 Localhost hier. Das ist das. Wenn man sowas, was nicht terminiert, hier aufruft, also was irgendwie ein Loop ausführt, dann geht hier danach 2 plus 4. Nichts mehr. Also er schafft dieses, das geht jetzt ums Jupyter, das Jupyter schafft es anscheinend noch nicht, irgendwie mehrere GHCs zu spawnen oder so, je nachdem. Es wäre auch nicht ganz klar, was du damit meinst, wenn du dann noch Variablen speicherst. Weil es geht ja eigentlich so nach und nach, und wenn man eins unten evaluiert, dann evaluiert er alles davor wieder. Genau, das war jetzt so, das ist der Anfang. Ich glaube, ich zeige jetzt einfach den Code schnell. Braucht kein Mensch.
Ja, das ist das Punkt 9. Genau, ich habe mir eine Datei geschrieben, nix.http-serve.hs. Und das ist einfach so Scripting-Style im Endeffekt. Oben die ganzen Imports und dann alles in ein Modul. Das Modul hat 50 Zeilen. So, das heißt, wir haben am Anfang erstmal die kurze, kleine Version. Das heißt, wir haben am Anfang eine Funktion, App, die definiert den Webhändler. Das kannst du ganz einfach, das ist im Endeffekt so ein kleines, wie nennt sich das, Middleware bei Webservern, dass man quasi sagt, bevor die Response rausgeht, mach noch irgendwas mit der Response. Das heißt, ich habe hier die Application, die nimmt einen React Respond und macht dann was in I.O. In dem Fall get home directory, eine Funktion variet folder, die erkläre ich gleich noch. Macht dann Default File Server Settings, indem sie noch irgendwie vorne was mit dem Path macht und ruft dann Static App auf, was genau das macht, was ich gerade schon ausgeführt habe. Die Funktion variet folder ist die interessante, die hat 5 Zeilen. Die nimmt einen File Path. Und shellt im Endeffekt einfach nur hier nix Bild raus. Also wenn ihr seht, in Haskell nach außen hin wegschellen ist eine Zeile, wenn man wirklich nur, ich brauche nur eine Zeile vom Output, der gibt mir dann den Path zurück. Ja? Wenn du jetzt eine Webseite aufrufst, die einen HTTP-Request auf 12700 Port 80.000 machst, hat die dann Remote Code Execution auf deiner Maschine, wenn sie den richtigen Parameter da angibt? Also erlaubt das Firefox-Support, dass solange die Remote-Website was von Load rauskommt. Also ich bin jetzt gerade bei einem Skript, was nur auf Localhost erstmal läuft und nicht nach außen. Ja, ich kann hier von Remote einfach Post-Request oder Get-Request hinsenden mit den richtigen Parametern. Der Server läuft doch. Aber dann ist der Server zeigt gar nicht nach außen. Ja, ich muss jetzt deine Webseite noch kurz aufmachen. Nee, ich meine, du surfst eine Webseite an und die Webseite hat einen Link bzw. ein JavaScript, das ist verbitten. Das ist eine Sandbox in allen Browsern nach Internet Explorer 6, dass man von außerhalb auf Localhost kommt. Auch nicht unter den lustigen Namen, unter denen es in der ETC. Es gibt natürlich Exploits, weil Browser sind gigantische Berge Kackscheiße. Gibt es natürlich Exploits. NixBuild ruft den NixDaemon im Hintergrund auf. Der NixDaemon hat nur Schreibrechte auf /nix/store und /nix/store ist normalerweise read-only gemountet für jeden außer den NixDaemon. Und die Kommandozeile zeigen. Der NixDaemon irgendwo ein Exploit drin. Ja, wie gesagt, es ist das dreckigste Shell-Scripting, was du gleich noch sehen wirst, wenn du nicht nach unten schaust. Sorry, zeige ich gleich noch. Ja. Ein kurzer Kommentar. Ich habe in der letzten Session hier mit der PCOM abgefahren und ich habe es explizit mal etwas mit Localhost gegeben und es hat ein Redirect gemacht auf mein Localhost. Das war geklappt. Wie meinst du? Ich habe gesagt, ich habe in den Postcrafter übergeben, auf welche URL PCOM redirecten sollte, nachdem es fertig ist. Und dann ging ich auf sandbox.tk.com oder sowas und dann hat es ein Redirect gemacht in meinem Browser auf Localhost. Das ist aber ein Redirect, das ist ein HTTP-Redirect. Das ist ja was man nicht ausnutzen kann, weil ein HTTP-Redirect, der sagt ihm ja nur, mach ein Get auf Localhost. Ja gut, aber dann Get könnte ja auch schon bekannt sein, je nachdem wie deine lokale Webpack aussieht. Je nachdem, was für einen Filepath man hier gettet, der endet da in dem Shell-Kommando, der Filepath. Ja. Also Hauptsache im Endeffekt. Sollen wir es probieren? Ich mache eine Webseite und du klickst die alle an. Ich würde es gerne probieren, ich habe keine Ahnung davon. Ich wollte mir nur schnell einen Service schreiben. Also Hauptsache man würde wahrscheinlich endlich das hier auf Daten machen, aber im Endeffekt meine Überzeugung, mein Wissensstand war halt immer, dass es nicht funktionieren kann, weil das gesandboxed ist und verboten ist. Wegen Cross-Origin und so Zeug. und hier kommt der Part, ihr habt bestimmt bemerkt, ich bin hier überall in I.O. drin. Ich mache im Endeffekt nur imperatives Shellcoding. Das heißt, ich mache hier ein does directory exist, entferne den symlink auf das, was ich variieren will und lege einen neuen Symlink an. So, und hier habe ich Argument
manuelles Argument lesen in 6 Zeilen Haskell. Er liest Environment-Variablen aus, wenn sie existieren, hier unten. Optional und required sind jeweils eine Funktion, wobei required nach Error called. Genau, und wenn die nicht gesetzt sind, dann gibt dann Fehler, beziehungsweise optional gibt, glaube ich, ein Maybe zurück, genau. Eine Sache, die ihr mir noch vielleicht erklären könnt, ist, das ist ja alles lazy, das heißt, das Error wird erst dann aufgerufen, wenn er es wirklich braucht, die Variable an sich, die da aus dem getInf mit dem getInf gezogen wird. Das heißt, in meinem Fall erst, wenn ich einen Request in meinem Browser mache und dann fehlt irgendwas, dann macht er den Fehler. Also ich will das quasi so strikt haben, dass es direkt beim Starten des Programms schon evaluiert wird. Ich bin mir aber nicht sicher, wie man das sinnvoll machen kann, wo man überall Sex einfügen muss. Vielleicht hat da noch jemand einen Vorschlag. Es soll insofern strikt sein, als dass diese 10 Zeilen, oder nicht mal 10 Zeilen hier, die quasi hier die Kommandozeilenparameter lesen, nämlich die Environment-Variablen port, var, folder, root, nix, file, attribute, dass diese hier einmal evaluiert werden, dass es bis nach Error hier reingeht und den Error quasi ausführt. Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es etwas in System.io oder sowas, was theoretisch, die evaluiert, was gemacht ist, gibt es etwas an und es gibt endlich mal ein IO-Void raus und das Einzige, was es macht, ist, es erzwingt Validity Evaluation von daher. Also bis zur VCAT Normal Form. Bis zur VCAT Normal Form, das reicht mir ja nicht. Aber dann, VCAT Normal Form ist ja hier. Es gibt DeepSec. Also du meinst jetzt hier zum Beispiel, wie ist der Funktionstyp? Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe gesagt, ja, evaluate. Was ist, wenn du dieses Error-Ding ganz rausmachst und einen Sum- und einen Nun-Typ zurückgibst und explizit das Pattern-Matching an der Stelle machst? Ja, das ist ja vermutlich. Vermutlich, aber dann ist es halt länger als. Ja, dann könnte ich es einfach in die Maybe-Monade reinziehen. Und dann den Error zurückgeben. Force is argument to be evaluated in VCAT Normal Form. Ja, das habe ich auch gemerkt in C#, wenn ich so ein bisschen lazy monadisches Zeug machen will, dass man immer Probleme kriegt, wenn man irgendwo innen drin Seiteneffekte hat. Weil das Funktionale nämlich eigentlich will, dass man alles lazy macht und dann ganz außen die Seiteneffekte hat. Sonst kriegst du Sachen, dass irgendwelche Sachen doppelt evaluiert werden, weil Bind, wenn du das durch Bind schickst, dann wird es jedes Mal bei jedem Ding dann evaluiert. Das funktioniert nicht. Genau, das ist alles. TM. Noch nicht ganz, ich habe euch angelogen, aber das kommt gleich noch. Wie führt man das aus? Ich glaube, ich habe das hier. Ja. Zeig's mir noch an. Genau, er baut das Paket. So. Beziehungsweise, nein, jetzt kann ich das zeigen, was ich eigentlich zeigen wollte, was ich auch schon hier habe. Wenn ich das jetzt ausführen will, ich habe hier oben die ganzen Imports drin und ich will es schnell testen. Wie mache ich das unter NixOSTM? Ich könnte jetzt irgendwie das mit einer eigenen Paketdatei oder was machen, ich könnte Stack benutzen. Ich könnte aber auch einfach oben einen Shebang einfügen, der NixShell aufruft, als Interpreter Run Haskell angibt und als Pakete ein Package Set GHD with Packages und den Paketnamen, die Datei ausführbar machen, was sie schon ist, nämlich, das ist sie noch nicht. Warum ist, ich bin hier falsch, ich muss noch temp serve, da habe ich das drin. Genau, chmod +x, nix http serve, nix http serve.hs.
und es funktioniert. Interpretiert halt noch, aber es langt ja fürs Prototyping und fürs Shell-Scripting. Das heißt, ich habe jetzt ein Shell-Script, ein Haskell-Shell-Script quasi geschrieben, was wunderbar funktioniert. Und was, wenn ich hier noch ein Paket einfüge, was noch nicht lokal gecached ist bei mir, sagt mir ein Paket irgendwas, was nicht oft benutzt wird. Es kann sein, dass ich Pandoc schon drauf habe. Mal schauen. Wenn nicht, dann wird Warte. Sind gemerkt. Der Wille zählt. Er fängt an, Pandoc runterzuladen. Und da das Binary gecached ist, zumindest sollte es sein, müsste er relativ schnell fertig sein. Aber ich kann es auch jederzeit abbrechen und er fängt beim nächsten Mal wieder bei den Paketen an, die er noch nicht hatte. Egal. Naja, also nur um zu zeigen, dass das ein Skript ist, was seine Dependencies selbstständig zieht. Und ich habe da auch einige drauf umgestellt mittlerweile, weil es so viel schöner, einfacher ist. Genau, und jetzt, um das einmal zu zeigen, wie man das aufruft, vielleicht auf einem Terminal, wo man das bei so großer Schrift war, das ist immer ein bisschen blöd. Naja, egal, das ist auf jeden Fall ein Env hier, wo die ganzen Environment-Variablen gesetzt werden, in dem Fall wo ist die Datei, die ich quasi evaluieren will. Dann in der Datei kann ich noch ein Attribut angeben, welches evaluiert werden soll. Und dann kann ich noch sagen, in dem Webserver, der dann gecallt wird, was ist mein Root? Ich will ja nicht, dass ich jedes Mal auf Share klicken muss, dann auf Manual klicken muss und dann auf Index.html, sondern ich will direkt die Manual haben in dem Root von dem Webserver. Genau, der läuft jetzt. Nochmal zu erwähnen, mit dem schnellsten HTTP-Server, den es so gibt auf der Welt, auf Port 8086. So, Manual HTML. Wow. Immer noch schneller als Apache, das war auch gar nicht das Ziel, weil er füllt halt jetzt jedes Mal nix Bild einmal aus. Man kann auch schauen, ich habe im Endeffekt nichts getan. Hier, der gibt mir einfach auf Standard Out das aus, was NixBuild dann auch ausgibt. Das heißt, wenn ich jetzt hier wieder in die Introduction Markdown gehe, oh, ist hier das Hallo Welt schon drin. Deshalb hat es auch gerade so lange gedauert. Genau, Hallo Welt. Hier. Bei Reload. Ah, ich weiß auch, warum es auch gerade so lange dauert. Das ist der nächste Schritt. Ich habe herausgefunden, das hat auch ein bisschen Debugging erfordert. Das war eigentlich offensichtlich im Nachhinein. F12, Network Tab, Neuladen. Jedes dieser GIFs. Kann sich schon jemand überlegen, was es sein könnte. Jedes dieser GIFs ist ein eigener GET-Request, der dann wieder den Nix-Build-Prozess startet, der zwar O von 1 ist, aber O von 1 hat einen konstanten Faktor vorne dran, im Sinne von 5 Sekunden circa. Die werden zwar parallel alle angestartet, aber es reicht halt leider nicht. Da wird ein Perl-Interpreter gestartet, der führt eine Menge Perl-Code aus, der checkt dann irgendwelche Datenbanken und so. Was ist der Haskell Common Shell Scripting Approach an solche Dinge, wenn ich das hier alles mal auskommentiere, außer die Main. Der Shell Scripting Approach ist eine feste Variable Caching Seconds, also Variable Funktion Value, ein IOREF einzuführen, der einfach nur eine mutierbare globale Variable im Endeffekt, halbglobale Variable im Endeffekt ist, die ich halt hier durchgebe. Die UTC-Time, die vom Wert UTC-Time ist und dann einfach schauen, ob die UTC-Time seit dem letzten Request kleiner war als 5 Sekunden und wenn nicht, dann, und wenn sie kleiner war, dann wird das Bild nicht nochmal aufgerufen. Und wenn ich das jetzt hier neu starte und es direkt auch kein, genau, jetzt kann ich wahrscheinlich umschwenken auf die richtige Version. Wenn ich das jetzt neu starte und ausführe, dann geht das auch quasi instantan
das neu laden. Ja. Das ist cool. Das ist so ein kleines Tool, das hat irgendwie 3 Stunden gedauert zu implementieren. Aber nur weil ich kein guter Haskell-Mensch bin und ewig immer Funktionsargumente und so nachschauen muss. Und weil ich Vai und Wart noch lernen musste. Genau. Nächster Schritt wird dann sein, ein NixOS-Modul, das mir auch gleich einen lokalen